Hallo zusammen, heute geht's um die Ultimatron-Batterie aus Frankreich. Und zwar um das App, wenn der Ladezustand oder der Füllstand der Batterie nicht richtig angezeigt wird. Wir haben hier das App, ich gehe hier auf das Ultimatron-App, zeige das an, da habe ich ein paar Batterien hier. Da wähle ich jetzt die richtige Batterie aus. Und da habe ich hier 0, das kann nicht sein, kommt ein Moment, dann sollte die Batterie richtig anzeigen. Also ich habe die falsche Batterie erwischt. Ah, jetzt kommt's. Wir haben also, weil die Batterie war jetzt am Ladegerät, 14,19 Volt, 100% geladen und eine Kapazität von 102 Ampere. Ich habe hier so einen Batteriebelaster, den schließe ich hier an, plus, minus. Ist ein Lüfter, es sind Heizungen drin, ich sehe jetzt hier, der braucht 15 Ampere. Und dann sehe ich hier, ja, 14,9 Ampere. Hier ist natürlich der Strom im Gerät drin. Hier sehe ich den Stromverbrauch. Und so müsst jetzt, wenn ich da noch ein bisschen mehr Dampf gebe, dann zieht er ca. 20 Ampere. Ah, 18 Ampere. Also das, was hier ist, das ist der Stromverbrauch innen drin und nicht auf der Batterie. Er ist nicht ganz genau. Das Ding läuft. Warum zeige ich euch jetzt eine Ultimatron-Batterie? Wir sehen auch hier hinten die Störungen. Und hier sehen wir, das ist das App von Ultimatron. Komischerweise haben wir hier, jetzt haben wir bereits 99%. Wir haben bei unserer Batterie das Problem, das ist eine Batterie von uns. Da geht das Ultimatron-App. Da geht das Fritz-Berger-App, da gehen Dirt Power, Power Boots, Karatec und so weiter. Wenn ihr die Liste wollt, fragt mal in die Kommentare oder schreibt in die Kommentare, ob ich das veröffentlichen soll. Weil wir und Ultimatron, wir bauen ja keine Batterien. Wir kaufen die beim gleichen Lieferanten ein. Fritz Berger, auch zum Beispiel, hat das gleiche App. Es gibt noch ein paar andere, lassen wir es mal so sein. Jetzt habe ich 99% und da ist die Reklamation von den Kunden. Ich stelle das hier ab, der Lüfter muss nicht laufen. Das App, was hier drin ist, was macht das? Hier habe ich zum Beispiel solch eine gleiche Batterie, aber ohne Gehäuse. Obendrauf ist das BMS. Hier ist es kaputt. Wir machen ja jetzt Gehäuse auf. Wir sind in Verhandlungen mit dem Hersteller in China, dass wir den Afterservice hier in Europa, sicher jetzt mal Schweiz, betreiben. Dass wir hier zum Beispiel BMS ersetzen können, dass wir zum Beispiel eine neue Software updaten können. An der Batterie selber, bin ich ehrlich, nein. Die Zellen zu ersetzen, das hatten wir schon bei Liontron, eine einzelne Zelle zu ersetzen zu den neuen Zellen hin, macht keinen Sinn. Aber was macht das BMS? Das ist wie ein Hotel. Beispielsweise habt ein Hotel, da sind 100 Betten, es hat einen Lift, im untersten Stock ist nur die Lobby und die Rezeption und der Eingang und alle Zimmer sind im oberen Stock. Das heißt, da setzen wir jetzt einen vor den Lift und der zählt, was reingeht, was rausgeht, was reingeht, was also rauf und runter geht und der weiß theoretisch immer, wie viel das in den Zimmern sind. Wir haben aber kleinere Probleme. Oder das BMS hat kleinere Probleme. Jedes BMS hat das. Und zwar, das eine ist, wir wissen,
dass wir auf den Zellen eine chemische Selbstentladung haben. Das sind 3 Ampere, ich würde sagen auch bis zu 5 Ampere Stunden pro Monat, gehen da einfach verloren. Oder im Hotel zurückgerechnet, das geht in die Richtung, dass zum Beispiel die hinten über die Treppe runtergehen. Aber der am Lift, der merkt ja nicht, dass die weg sind. Also heißt, wenn der ein bisschen verloren geht, der hat da einen anderen Füllstand angezeigt oder eine andere Belegung vom Hotel. Nur irgendwann ist das nicht mehr so. Der vorm Hotel sitzt oder vorm Lift sitzt im Hotel, der hat auch Probleme mit ganz kleinen Strömen. Oder kleine Menschen, wenn da so eine gut gebaute Person ist und dahinter versteckt sich was ganz Schlankes, dann kann der das vielleicht nicht ganz zählen. Und so Ladegeräte oder Uhren oder sonst was, irgendwo Verbraucher, die ganz klein sind, hat das BMS Probleme, diese Ströme zu zählen. Also es wird ein bisschen verzählt. Zweitens hat das BMS auch Probleme mit pulsierenden Strömen. Das heißt, zum Beispiel ein Wechselrichter, wo eine Kaffeemaschine dranhängt, der zieht 1000 Watt, 1200 Watt, das sind um die 100 Ampere, solange die Heizung läuft. Heizung, Temperatur ist erreicht, Heizung geht auch, haben wir wieder null oder ein bisschen nix. Die Heizung schaltet wieder aus, geht wieder hoch. Und das taktet dann so vor sich hin. Und auch diese Problemströme kann das BMS nicht zählen. Wie der vorm Hotel oder vorm Lift, der hat auch Probleme, wenn sehr viele aus dem Lift kommen oder sehr viele in den Lift gehen, zum genau zu zählen, waren es jetzt so viel, da kann sein, dass er sich verzählt. Jetzt kommen Leute, die sagen, ja, das will ich nicht, das ist so, Punkt, fertig. Reklamieren, das SOC zeigt 30% an und plötzlich war null. Im Hotel ist dann so, dass der da am Lift zählt, der hat noch 30 Personen oben. Und jetzt kommt die Putzfrau und sagt, hey, heute Nacht hat keiner übernachtet hier. Und die als Rezeption, vielleicht hat sie noch die Schlüssel aufgehängt. Kennt ihr vielleicht in älteren Hotels, heute haben wir nur noch Karte. Da sieht man, ja, das Hotel ist gut belegt, da hängt kein Schlüssel mehr. Aber wenn alle Schlüssel an der Wand hängen, dann ist auch keiner mehr da. Und das merkt auch das BMS. Sobald die Batterie ganz entladen ist, merkt das BMS, oh, da ist ja keiner mehr da. Ich setze jetzt von meinen 30% oder von meinen jetzt 100 Amperestunden ist dann 30 Amperestunden, 30%, setze ich die auf 0. Punkt. Weil das ist der Maßstab für die Batterie. Jetzt frage ich euch mal ehrlich, die so eine Batterie haben von Wemo oder Liontron oder sonst irgendwer, Ultimatron, wo ich euch das App gezeigt habe, oder Fritz Berger oder sonst welchen Herstellern. Wer von euch im Wohnmobil oder im Schrebergarten, wer von euch hat in den letzten 6 Monaten die Batterie ganz leer gezogen? Bis sie ausschaltet. Auf 2,6 Volt pro Zelle. Das sind ja dann mal 4. Das sind irgendwo 10 Volt. Aber wer von euch, schreibt mir unten in die Kommentare, wer von euch hat die Zelle leer gezogen? Weil alle, die es nicht schreiben und hier zugucken und eine Batterie haben, denke ich, dass sie es nicht gemacht haben. Die andere Alternative, die das BMS hat, wie der im Hotel,
Wenn die Putzfrau zu zweit anrückt, weil sie sagt, heute haben wir viel zu tun. Oder eben im Hotel die Schlüssel alle weg sind, dann müssen wir ja davon ausgehen, dass das Hotel komplett ausgebucht ist. Und die Batterie hier? Ja, genau dasselbe. Wenn die Batterie ganz voll ist, 14,4 Volt Gesamtspannung, dann weiß es über eine gewisse Zeit, oh, jetzt ist die Batterie richtig voll. Aber jetzt ehrlich, habt ihr noch so ein intelligentes Ladekennlinie im Auto? Da wird die Batterie nie vollgeladen. Habt ihr einen Ladebooster drin? Früher mal eine Bleibatterie und heute eine Lithiumbatterie. Das geht zum Laden, ist okay, aber ihr erreicht die 14,4 Volt nicht über eine gewisse Zeit, weil die Ladekennlinie vom Ladebooster schaltet zurück. Auch euer Ladegerät ist auch das Problem. Das lädt unter Umständen nicht auf 14,6 Volt hoch, wie es sein sollte. Also die Batterie ist nie voll. Das heißt, das BMS kann das gar nicht registrieren, weil vorher aufgehört wird zu laden. Oder es gibt Leute, die haben eine Solaranlage auf dem Dach und den Regler nicht richtig eingestellt. Ja, das wird auch nicht voll geladen. Aus diesem Grund weiß, wie der vorm Hotel hockt oder vorm Lift, nicht genau, wie viel das da drin sind. Ihr könnt der Batterie und dem BMS nicht die Schuld geben. Ihr als Anwender sind schuld, weil ihr die Batterie nie leer macht und nie voll macht. Da gibt es eine Lösung, dass das funktioniert, das zeige ich euch im anderen Video. Aber jetzt, wie kann ich das Problem lösen? Ich sage mal, die Anzeige stimmt nicht, weil ihr das nie richtig braucht. Ihr habt so eine Ultimatron-Batterie, wo ich das App hier habe. Ihr müsst die Batterie hier mit einem Verbraucher, wie hier, oder eine Lampe oder sonst was, leerziehen. Bis die Batterie, jetzt gehe ich wieder auf das Ultimatron-App. Ultimatron sagt Status Standby. Aber hier beim Ultimatron-App habe ich auch noch Hochspannung, Überstrom, Niederspannung. Das heißt, wenn diese Zeichen aufleuchten, Niederspannung oder Unterspannung bei gewissen Apps, dann ist die Batterie leer. Mit einem Kühlschrank oder einer Kühlbox könnt ihr so eine Batterie nicht leer ziehen, weil die ja einen Unterspannungsschutz haben und der schaltet dann vorher aus. Also, ihr müsst einen ohmischen Verbraucher anhängen, eine Scheinwerferbirne oder sonst was und dann die Batterie richtig leer ziehen. Da passiert der Batterie nichts, sie ist dann einfach leer und schaltet aus. Und geht hier auf dem App auf Störung, Niederspannung oder Unterspannung. Wenn das erfüllt ist, nehmt ihr ein Ladegerät, so ein einfaches, das ist jetzt von Wemo, kostet 150 Franken, ist ein Lithium-Ladegerät. Das hänge ich jetzt hier wieder an, Plus auf Plus logischerweise, Minus auf Minus. Und ich stecke dann das hier ein. Und ich bin immer noch auf dem Ultimatron-App. Und jetzt sehen wir hier, das lädt mit 18 Ampere. Und die Batterie hat wieder immer noch 99%. Und jetzt müsst ihr die Batterie in einem Schnutz hochladen. Kein Unterbruch ohne irgendetwas, sondern einfach anhängen, wenn sie ganz leer ist, und durchladen mit einem Ladegerät zwischen 10 und 30 Ampere Ladeleistung. Nicht kleiner, kleiner wird gehen, aber nicht größer als 30 Ampere, weil sonst kann das BMS nicht richtig rechnen. Vom Chef der Firma
von unserem Hersteller in China erklärt. Der war hier, habe viel gelernt über Batterien. Ich forsche ja so seit 7 Jahren mit Lithium-Batterien. Und so hochladen, kein Unterbruch. Ihr dürft das Ladegerät nicht abschalten. Einfach durchladen bis ganz oben und dann stimmt eure Anzeige wieder. Um das Problem zu beheben, also dass ihr das Problem gar nicht habt, gibt es ja eine einfache Lösung. Ihr nehmt eine Bleibatterie, da habt ihr keine App. Jetzt sagen die Camper ja, Blei war mal. Das ist zu schwer. Okay. Aber hier bringe ich euch ein Video, das ist unterwegs. Bereits in Europa. Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber ist in Hamburg abgeladen worden, geht wahrscheinlich jetzt auf die Bahn, da verfährt sich die Bahn beim letzten Container. Das waren keine Batterien, da waren Kühlboxen drin. Da ist er an die polnische Grenze gefahren, irgendwo auf dem Bahnhof und wurde der Container abgestellt. Ja, die Deutsche Bahn lässt grüßen, die sollten wieder alle 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeiten, bis sie pünktlich sind. Und das ist meine Meinung. Wenn das dann kommt, mache ich euch hier ein Video, ist noch nicht da, und bei dieser Batterie haben wir das Problem nicht von dieser prozentualen Anzeige. Wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt wieder auf 100% und wir haben die Spannung 14,49 Volt und bei 14,6 Volt geht der Lüfter aus vom Ladegerät. Wir haben hier auch eine Kontrolllampe, LED1, LED2. Das eine ist die Netzbetriebskontrolle und der andere die Ladezustandskontrolle. Und das Ladegerät ist jetzt hier zurück auf 1 Ampere, 1,5 Ampere. Geht noch mehr zurück und wir haben die grüne Lampe, die uns dann zeigt, dass wir die Endladerspannung von der Batterie erreicht haben. Und das in einem Schnutz durchladen. Nicht abhängen und wieder anhängen, sondern ein Schnutz mit einem Ladegerät, was Lithium-Kennlinie hat und zwischen 10 und 20 Ampere Leistung hat. Hier ist noch nicht online, aber da mache ich dann euch ein Video über das Neue, was kommt. Und sonst, hier unten stelle ich euch die Batterien vor. Oder sonst irgendwie ein Video. Wir haben neue Preise ab 1. Juli 2024. Da kostet die Standardbatterie 690 Franken, die 150 Ampere Batterie ist bei 980 und die 200 Ampere Stunden Batterie liegt jetzt neu bei 1340 Ampere. Das sind aber erst die Preise, wenn eigentlich der Container kommt. Der sollte jetzt eigentlich letzte Woche eintreffen, aber meint der Deutschen Bahn. Was soll ich sagen? Die Batterien im Shop verlinke ich euch natürlich unten drin. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.